Ich habe mir gedacht, wir setzen uns in den Scout und machen jetzt die Mission in Expedition Mudrunner Game von den Machern von SnowRunner. Ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt, wie es sich spielen lässt. Ich habe einige Videos mir angeschaut gehabt und gesehen, dass das Ganze sehr mehr auch einsteigerfreundlicher sein soll. Wir haben ja bei SnowRunner doch eine große Map gehabt, wo wir die Missionen selber aussuchen konnten, wie in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen. Hier ist es ein bisschen stringenter, hier ist es ziemlich vorgegeben, die Reihenfolge. Ich habe euch das ein bisschen kurz zusammengeschnippelt und aufgenommen. Bei SnowRunner hatten wir ja eine große Map gehabt, wo wir dann entscheiden konnten, wann wir wie was irgendwo hinliefern, Stahlträger oder Holz. In Expedition ist es ein bisschen anders. Ihr seht es, wir haben hier drei Maps. Die erste Map ist so ein bisschen die Tutorial-Map. Und dann haben wir Aufträge, die wir fahren. Und immer wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben, kommen wir auch wieder in dieses Menü zurück. Es gibt auch freie Fahrt, wo wir sozusagen die Map erkunden können, bis ins kleinste Detail, wie das dann wirklich aussehen wird und wie groß dann auch der Wiederspielwert zum Schluss ist. Weiß ich noch nicht. Da müssen wir noch ein paar Stunden dranhängen bei mir im Gameplay. Aber das werde ich euch sicherlich bald mal sagen können. Ich habe dann auch noch euch hier gezeigt, was es für Fahrzeuge gibt. Wir haben einige zur Auswahl. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte. Das müsst ihr mir beantworten, ob das eine gute Auswahl ist. Dafür bin ich zu viel Gelegenheitsspieler in so einen Games wie SnowRunner oder Expedition. Also da bin ich echt mal gespannt auf euch, was ihr dort sagt. Ich lasse das mal durchlaufen. Die LKWs und die, ja, die Scouts. Und bin mal gespannt, was ihr da als Rückmeldung mir gibt. Wir sind jetzt gerade dabei, hier die Upgrades zu suchen. Und wir müssen hier sozusagen auf diesen grünes Signal und ein rotes Signal. Ich habe mir jetzt nicht, Upgrades sind grün und Ressourcen sind rot. Da fahren wir jetzt hin. Es ist leider ein bisschen dunkel. Aber da lassen wir uns jetzt nicht abschrecken von. Ich habe das Ganze schon ein bisschen eher gespielt, also ich habe schon ein bisschen das Tutorial gespielt gehabt, aber eigentlich noch nicht so viel, dass ich jetzt sagen könnte, ich kenne mich aus. Ihr kennt mich, ich bin absoluter Gelegenheitsspieler, was solche Games angeht, aber ich habe meinen Spaß. Ich muss sagen, so der erste Eindruck, so die ersten Minuten war bisher sehr, sehr gut gewesen. So, jetzt müssen wir nur noch zum grünen Signal. Das haben wir hier drüben, also einmal quer rüber. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelche Steine mitnehmen. Kakteen sind egal, die können wir mitnehmen. Aber nur keine Steine. In der Ego-Perspektive können wir hier auch fahren. Ich habe das... Echt halber Motor. Schild. Ein bisschen. Nehmen wir hier Allrad raus. Die Lenkung ist typisch wie in SnowRunner. Ihr kennt das, wenn ihr mit Controller spielt, oder? Mal zu viel nach rechts oder nach links den Cursor bewegt und Gas gegeben dabei. Hast du ein schönes Übersteuern drin. Lenkräder gehen auch. Es gibt einige Optionen und Einstellungen, wo man das Ganze schön kalibrieren kann. Was jetzt alles wie geht, da muss ich jetzt ehrlich passen, weil ich jetzt hier nicht das Lenkrad angeschlossen habe. Aber die Optionen gibt es auf alle Fälle. Und ich glaube, das wird jetzt hier ein spannendes Ding. Wir haben auch allerlei Hilfsmittel an Gerätschaften. Jetzt habe ich gerade so einen Metalldetektor auf dem Dach gehauen. Wir haben auch ein Echolot, wir haben ein Fernglas, Winde und wir haben eine Drohne. Und wir haben auch so ein Inventar. Hier gibt es so Stellschrauben, heißt, wenn wir uns aufs Dach drehen, wo wir früher mit einem SnowRunner, sozusagen also in SnowRunner, andere mit einem anderen LKW uns wieder aufgerichtet haben,
oder abgeschleppen lassen haben, hat man hier so eine Stellschraube und kann sich wieder aufrichten. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, aber ich glaube, das könnte hier und da mal hilfreich sein. Schauen wir mal. Aber es ist sehr vertraut. Also jeder, der so ein bisschen SnowRunner Luft geschnuppert hat. Und ich habe mich jetzt hier 1A festgefahren. So. Ich könnte nämlich auch mit Luftdruck arbeiten. Das ist jetzt auch neu. Wir können hier nämlich den Luftdruck komplett nach unten nehmen. Felsschlamm durchschnittlich. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Und am Felsen kriegt man dadurch ein bisschen besser einen Grip, wenn wir da runtergehen. Aber ich habe jetzt eher das Problem, dass ich hier im Schlamm stecken geblieben bin. Und mich hier ordentlich festgefahren habe. Bewege mich gerade Millimeter, aber gefühlt ja, da sehen wir schon, ja. Der Oldi würde jetzt hier nach Gold graben und versuchen hier Golderz rauszuschürfen, aber wir kriegen das noch. Jawohl. Ja, Junge, da ist auf jeden Fall ordentlich Schlamm. Da müssen wir jetzt einen anderen Weg machen. Überleg gerade, ob wir hier links jetzt hochfahren und uns versuchen, da lang zu hangeln. Das ist eine Idee. Das wäre eine Idee. Wow. Vorsicht. Gut. Und wir haben jetzt wirklich so, wir arbeiten hier die Sachen ab. Es gibt die erste Expedition und ich habe das Gefühl, korrigiert mich da gerne, für das Arizona muss ich erst hier Little Colorado fertig spielen. Macht auf jeden Fall Sinn, weil es gibt auf jeden Fall eine massig an Geld, was wir bekommen. Und ich würde mit euch auf jeden Fall jetzt hier Steinfort noch machen. So. Und da sehen wir also auch dieses Inventar, das kostet echt, also es kostet halt Geld. Ich könnte jetzt hier natürlich auf die Britsche noch Kraftstoff mitnehmen, Ersatzteile. Ein Ersatzrad. Kostet aber pro Einheit 500 Euro, Dollar, Coins. Nehmt, was ihr wollt. Scheine. Und das, so ein Anker hier, so ein Bodenanker, kostet 1200. Vor allem hier auch die Stellschraube kostet auch 1500. Obwohl ich es bisher noch nie gebraucht habe. Ich meine, wir kriegen eine Vorauszahlung, das seht ihr dort. Mit der können wir arbeiten. Wäre jetzt die Frage, wenn ich das nicht bräuchte, ja, kriege ich das dann mehr ausgezahlt? Bestimmt. Ich muss es ja nehmen. Das ist Voraussetzung für diese Mission. Wenn du umkippst, öffne das Inventar. Diese, ja, ist begrenzt. Weiß ich nicht, ob ich das nutze. Müssen wir mal gucken. Es gibt dann auch eine freie Fahrtmöglichkeit. Müssen wir mal schauen. Ob ich das
vielleicht töne ich jetzt auch zu forsch. Und in 2 Minuten seht ihr, ich bin umgekippt. Wenn ich so weiterfahre, dann auf jeden Fall. Vorsicht. Vorsicht. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja gut, man könnte jetzt probieren, da wirklich hier. Hier ist so eine leichte. Ah ja gut, da sollten wir hochkommen. Habe ich jetzt so von unten nicht gesehen. Aber da sollten wir eigentlich ganz gut hochkommen. Wenn wir es treffen. Das wird die Voraussetzung sein. Biene 1. Biene 1. Wenn du eine Winde einsetzen willst, es aber keinen geeigneten Befestigungsort gibt, kannst du den Bodenanker verwenden. Platziere den Bodenanker auf nicht steinigen Boden. Schönen Dank auch. Okay. Probieren wir unser Glück. Das war mit Ansage. Komm schon. So, und jetzt? Ich hänge noch fest. Okay, das habe ich nicht gemerkt, dass ich noch an der Winde... Natürlich, ich habe es ja nicht gelöst. Da habe ich einen umsonst eingesetzt. Gut. Machen wir einen Schwamm drüber. Habt ihr gesehen, jetzt wisst ihr, dass ihr immer lösen müsst. Und ich zeige euch ja immer, wie es nicht geht. Ne? So machen wir das. Aber ich muss jetzt da runter. Oh, guck mal, da unten ist... Das, seht ihr das? Da ist ein... Flugverbotszone. Oh. Schaut mal, was da ist. Das sehen da meine Augen. Da steht doch was bereit für uns zum Finden. Wird nur die Frage sein, wie wir da runterkommen. Wir können jetzt den verrückten Weg nehmen und zwar einfach hier rückwärts. Aber ich glaube, ich nehme den vernünftigen und fahre da im Halbkreis mit euch um das Gebiet hier. Ich glaube, das wird die schlauere Variante sein, oder? Ich weiß, ihr sitzt gerade alle davor. Nein, fahr rückwärts. Machen wir dann im Livestream.
Verwende die Winde, um einen Truck aus dem Sumpf zu ziehen. Sobald die Winde gesichert ist, starte den Motor des abgeschleppten Trucks. Das ist am besten. Ja, super. Okay. Soll ich den jetzt hier rausziehen oder liefere den Truck ab? Ah, ich fahre jetzt mit dem hinteren. Ich hätte den anderen Truck nehmen sollen. Und vielleicht die Handbremse lösen. Ich sag nichts dazu, oder? So, wo hängt's? Wo hängt's? Da ist der Stein hängt. Ich häng hier. Das ist jetzt schlau. Wo kann man? Ich fahre jetzt. Ja, so fahren wir. Ja, das läuft doch wie am Schnürchen. Am Windeschnürchen. So, die erste Stunde und die erste anderthalb Stunden, die ich jetzt so gespielt habe, es macht wirklich viel Spaß. Es ist halt ein bisschen anders, dadurch, dass wir hier die Missionen so abarbeiten.
Es gibt eine freie Fahrtmöglichkeit. Wie sich das dann anfühlt und entwickelt, das muss ich mir selber dann anschauen. Aber ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das Game ist. Es fühlt sich genauso an wie SnowRunner. Bedenkt bitte bei mir, ich habe das hier in 1080p aufgenommen, dadurch, dass meine Capture Card das nicht besser kann. Wenn ich die nicht zwischengeschalten habe und mit der PlayStation 5 und Fernseher die beste Auflösung fahre, sieht das Spiel wirklich gut auf der PS5 aus. Sieht wirklich ordentlich aus. SnowRunner sah genauso ordentlich aus. Kleine Nuancen im Unterschied, die jetzt ein bisschen feiner sind, so Lichtreflektionen, auch so, ja, wie soll ich sagen, der Staub oder die Partikel da drin. Es sieht so ein kleines Ticken besser aus. Es kommt jetzt vielleicht dadurch eben, dass es runtergerendert ist, nicht so ganz rüber im Gameplay, aber macht echt viel Spaß. Ich weiß noch nicht, ob die hartgesottenen SnowRunner-Enthusiasten glücklich werden hier. Ich habe mir, wie gesagt, viele Videos von anderen YouTubern angeschaut, die gesagt haben, dass es sehr einsteigerfreundlich ist, mit diesen ganzen Hilfsmitteln, die man halt hat, das Ganze auch irgendwo ein bisschen, ja, kardiger wird. Da muss ich erstmal nach Arizona und vielleicht noch ein paar Stündchen mehr auf den Buckel kriegen, um wirklich zu sagen, ja, okay, ist so. Es ist natürlich ein anderer Aufbau von den Missionen, aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze findet. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß noch, bleibt gesund und munter und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao, ciao.